Das ist Finnland, das Land der tausend Seen, das im äußersten Nordosten Europas an der Grenze zu Russland und am Rande Skandinaviens liegt. Finnland wird immer wieder als eine der erfolgreichsten Wirtschaften und sozialen Entwicklungsgeschichten der Welt gepriesen, obwohl es am Rande Europas liegt. Das Land mit 5,5 Millionen Einwohnern hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg von einem landwirtschaftlichen Hinterland in ein wirtschaftliches Kraftzentrum verwandelt, das sich in verschiedenen Sektoren wie der Forstwirtschaft, der Schwerindustrie und sogar kurzzeitig bei Mobiltelefonen auszeichnet. Finnland steht in den Bereichen Entwicklung, Bildung und Gesundheit oft an der Spitze der Weltrangliste und wird von politischen Entscheidungsträgern auf der ganzen Welt als Vorbild für ein System angesehen, das seinen Bürgern zugutekommt. Aber dieser Erfolg kam nicht ohne Herausforderungen aus. Anfang der 1990er Jahre hatte Finnlands Wirtschaft vor allem wegen des Zusammenbruchs seines größten Handelspartners, der Sowjetunion, zu kämpfen. Finnland schaffte es jedoch, sich zu erholen, indem es seine Ressourcen und den boomenden Technologiesektor, angeführt von Unternehmen wie Nokia, nutzte. Finnland trat 1995 der EU und 1999 der Eurozone bei und festigte damit seinen Platz als wichtiger Akteur in der Weltwirtschaft. Wie andere skandinavische Länder hat auch Finnland einen hohen Steuersatz. Die Einkommensteuer liegt bei 46% für Mittelverdiener und die Unternehmens- und Kapitalertragssteuer bei 20 bzw. 30%. Trotz dieser hohen Steuern gibt es in Finnland eine niedrige Arbeitslosigkeit, eine starke Förderung von Bildung und Ausbildung und Durchschnittslöhne von etwa 25 Euro pro Stunde. Das Bruttoinlandsprodukt Finnlands ist seit der Jahrtausendwende stetig gewachsen und erreicht im Jahr 2021 290 Milliarden. Bei einem Pro-Kopf-BIP von 52.127 US-Dollar. Dieses Wachstum ist auf das starke wirtschaftliche Fundament des Landes und den Fokus auf innovative Branchen wie Technologie, saubere Energie und Biowissenschaften zurückzuführen. Finnlands wirtschaftliche Erfolgsgeschichte liegt auch in seiner strategischen Lage begründet, die es dem Land ermöglicht hat, starke Handelsbeziehungen mit seinen Nachbarländern aufzubauen. Als Teil der Europäischen Union profitiert Finnland von den Vorteilen des Binnenmarktes, was neue Möglichkeiten für Unternehmen eröffnet hat. Außerdem hat Finnlands einzigartige Kombination aus reichhaltigen natürlichen Ressourcen wie Holz, Wasser und Mineralien und hochqualifizierten Arbeitskräften ausländische Investitionen angezogen und Chancen für exportorientierte Unternehmen geschaffen. Finnland ist zum Beispiel einer der weltweit führenden Hersteller von Papier, Pappe und Zeltstoff, der von seinen riesigen Wäldern und innovativen Technologien in der Forstwirtschaft profitiert. Jüngste Herausforderungen wie politische Veränderungen, Debatten über die NATO-Mitgliedschaft und eine rückläufige Wirtschaft haben jedoch Fragen über Finnlands Zukunft aufgeworfen. Also, wie konnte Finnland überhaupt wirtschaftlich so fortschrittlich werden? Warum stellen die politischen Veränderungen und die Debatten über die NATO-Mitgliedschaft eine solche Herausforderung für die finnische Wirtschaft dar? Und schließlich, was kommt auf Finnland zu, wenn es diese Probleme nicht in den Griff bekommen sollte? Wenn wir diese Fragen beantwortet haben, können wir Finnland in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufnehmen. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg Finnlands ist sein Engagement für ein hochwertiges Bildungs- und Gesundheitswesen für alle Bürgerinnen und Bürger. Das finnische Bildungssystem gehört regelmäßig zu den besten der Welt und die Schüler übertreffen die anderer Länder regelmäßig bei internationalen Tests. Das finnische Bildungssystem legt Wert auf Chancengleichheit, Tests mit geringer Gewichtung und die Entwicklung eines vielseitigen Menschen. Lehrkräfte in Finnland sind hoch angesehene Fachleute, die oft einen Masterabschluss haben und eine umfangreiche Ausbildung erhalten. Außerdem ist die Hochschulbildung für alle Bürger kostenlos, sodass jeder seine akademischen Ziele verfolgen kann, ohne sich massiv verschulden zu müssen. Das finnische Bildungssystem ist auch dafür bekannt, dass es den Schwerpunkt auf Kreativität, kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeiten legt. Dieser Schwerpunkt war eine treibende Kraft hinter Finnlands Innovationen und technologischen Fortschritten, die maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes beigetragen haben. Auch das finnische Gesundheitssystem ist für seine hohe Qualität und die flächendeckende Versorgung bekannt. Die Finnen genießen eine umfassende Gesundheitsversorgung, bei der der Fokus auf präventiver Pflege und frühzeitigem Eingreifen liegt. Das finnische Gesundheitssystem wird größtenteils von der öffentlichen Hand finanziert. Private Anbieter spielen eine untergeordnete Rolle. Dieser Ansatz hat dazu geführt, dass Finnland mit einer Lebenserwartung von 81,7 Jahren eine der höchsten der Welt hat. Finnlands starkes Engagement im Gesundheitswesen wird auch durch seine Investitionen in die medizinische Spitzenforschung und Entwicklung deutlich. Dieser Fokus auf Innovation hat Finnland einen Vorsprung in der Medizin verschafft und zu Durchbrüchen in Bereichen wie digitaler Gesundheit, Biotechnologie und personalisierter Medizin geführt, was nicht nur den eigenen Bürgern geholfen hat, sondern auch eine starke, hochtechnisierte und wertschöpfende Industrie im Land aufgebaut hat. Finnland legt außerdem großen Wert auf das Wohlergehen seiner Bevölkerung und hat verschiedene Sozialprogramme aufgelegt, um Armut und Ungleichheit zu verringern.
Initiativen wie erschwinglicher Wohnraum, umfassende Kinderbetreuungsangebote und Arbeitslosenunterstützung haben dazu beigetragen, dass Finnland den Ruf eines Landes mit einer extrem hohen Lebensqualität genießt. Das finnische Wohlfahrtssystem ist ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsgeschichte des Landes und bietet seinen Bürgerinnen und Bürgern umfassende Unterstützung in Bereichen wie Gesundheit, Bildung und Sozialleistungen. Eine der wichtigsten Säulen des finnischen Wohlfahrtssystems ist das umfangreiche Netz der Sozialversicherung. Dazu gehören unter anderem Arbeitslosengeld, Renten und Kindergeld. Diese Leistungen bilden ein finanzielles Sicherheitsnetz für die Bürger, welches sie vor wirtschaftlichen Notlagen schützt. Neben den Sozialversicherungssystemen verfügt Finnland auch über ein umfangreiches Netz an öffentlichen Dienstleistungen, die das Wohlergehen der Bürgerinnen und Bürger fördern sollen. Öffentlich finanzierte Gesundheits-, Bildungs- und Kinderbetreuungsdienste stellen sicher, dass alle Finnen Zugang zu den Ressourcen haben, die sie für ihr Wohlergehen benötigen. Trotz des Erfolges des finnischen Wohlfahrtssystems bleiben einige Herausforderungen bestehen. Eine alternde Bevölkerung und der Druck des globalen wirtschaftlichen Wettbewerbs bedeuten, dass das Land weiterhin in seine soziale Infrastruktur investieren und gleichzeitig seine finanzielle Verantwortung wahren muss. Finnland hat in den letzten Jahrzehnten einen stetigen Anstieg der Zuwanderung erlebt, wobei Neuankömmlinge aus einer Vielzahl von Ländern zugewandert sind und Finnland sich den Herausforderungen der Integration und des sozialen Zusammenhalts stellen muss. Die finnische Regierung hat erhebliche Anstrengungen unternommen, um die erfolgreiche Integration von Zuwanderern in die finnische Gesellschaft zu fördern. Zu diesen Bemühungen gehören Sprachkurse, kulturelle Orientierungsprogramme und gezielte Unterstützung von Neuankömmlingen in Bereichen wie Arbeit, Wohnen und Bildung. Das finnische Bildungssystem spielt eine entscheidende Rolle im Integrationsprozess. Es bietet Sprachförderung für Einwandererkinder und stellt sicher, dass sie Zugang zu den gleichen hochwertigen Bildungsangeboten haben wie die einheimischen Finnen. Das Land tut dies aber nicht nur, um nett zu sein. Es weiß, dass aufgrund seiner alternden Bevölkerung junge, qualifizierte Zuwanderer benötigt werden. Um in der globalen Wirtschaft wettbewerbsfähig zu bleiben und ein begehrtes Reiseziel zu werden, muss das Land die besten und klügsten Menschen auswählen, die unterentwickelte und sich entwickelnde Volkswirtschaften auf der Suche nach einem besseren Leben verlassen. Finnland ist seit langem als führend in den Bereichen Technologie und Innovation anerkannt. Und die Erfolge von Unternehmen wie Nokia sind der Beweis für den Unternehmergeist des Landes. Die finnische Regierung hat viel in Forschung und Entwicklung investiert und so ein florierendes Innovationsökosystem gefördert. Universitäten und Forschungsinstitute spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Innovationen in Finnland und arbeiten gemeinsam mit dem Privatsektor an der Entwicklung von Spitzentechnologien und Lösungen. Das finnische Innovationssystem zeichnet sich durch eine enge Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor aus, die sicherstellen, dass Forschungsergebnisse in praktische Anwendungen zum Nutzen der Gesellschaft umgesetzt werden können. In den letzten Jahren hat sich Finnland in Bereichen wie saubere Energie, Biowissenschaften und Informationstechnologie als führend erwiesen. Das Engagement des Landes für Innovation und Forschung spiegelt sich in der hohen Zahl der Patentanmeldungen und wissenschaftlichen Veröffentlichungen pro Kopf wider. Seit es sich von einem landwirtschaftlich geprägten Land zu einem wirtschaftlichen Kraftzentrum entwickelt hat. Auf dem Weg in die Zukunft steht das Land jedoch vor mehreren Herausforderungen, aber auch Chancen. Traditionell hat Finnland eine neutrale Haltung in seinen internationalen Beziehungen eingenommen, insbesondere zu Russland. Die Situation in der Ukraine hat jedoch zu einem deutlichen Wandel in der finnischen Politik geführt. Und das Bild des Landes, das seit jeher enge Beziehungen zu Russland unterhält, hat sich schnell gewandelt. Früher war Finnland stark auf den Handel mit seinen östlichen Nachbarn angewiesen. Die Exporte nach Russland sind jedoch von 10% im Jahr 2013 auf knapp über 5% im Jahr 2021 gesunken, was Finnlands immer stärkere Ausrichtung auf die EU unterstreicht. Finnlands demografischer Wandel spielt eine Rolle in der sich entwickelnden Politik des Landes. Der wachsende Anteil der Einwanderer an der Gesamtbevölkerung von 5,5 Millionen Menschen hat zu Finnlands Entscheidung beigetragen, der NATO beizutreten. Ein Schritt, der vor allem im Energiesektor weitreichende Folgen haben wird. Als Reaktion auf die veränderte geopolitische Lage hat Finnland seine Militärausgaben um 36% erhöht und damit sein Engagement für die Sicherheit des Landes unter Beweis gestellt. Die Auswirkungen der finnischen NATO-Mitgliedschaft gehen über die Grenzen Finnlands hinaus und rücken das Land in den Mittelpunkt des Bündnisses. Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte, dass die Erweiterung der NATO um Finnland ein klarer Beweis für unser gemeinsames Engagement für die transatlantische Sicherheit und unsere kollektive Verteidigung sei. Finnland wurde während einer Zeremonie in Brüssel offiziell in die NATO aufgenommen, nachdem andere Länder, darunter die Türkei, ihren Widerstand gegen den Beitritt aufgegeben hatten. Damit beendete Finnland seine langjährige Neutralitätspolitik und schlug ein neues Kapitel in seinen internationalen Beziehungen auf. Finnlands Außenminister Pekka Haavis sagte während der Zeremonie: "Heute ist ein historischer Tag für Finnland. Wir sind stolz darauf, der NATO-Familie beizutreten. Eine Gemeinschaft von Nationen, die sich gemeinsamen Werten wie Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlt."
Als neues NATO-Mitglied muss Finnland nun ein Gleichgewicht zwischen seinen historischen Beziehungen zu Russland, seinen immer weiter wachsenden Beziehungen zur EU und seinem neuen Engagement im NATO-Bündnis finden. Dieses empfindliche Gleichgewicht wird in den kommenden Jahren zweifellos die politische und wirtschaftliche Landschaft Finnlands prägen. Wenn sich Finnland vom Handel mit Russland abwendet und sich der NATO zuwendet, ist es wichtig, die möglichen Auswirkungen auf die Zukunft des Landes zu bedenken. Der Beitritt zur NATO ist für Finnland angesichts seiner Geschichte mit Russland und der gemeinsamen Grenze eine wichtige Entwicklung. Der Krieg in der Ukraine hat in Finnland zu einer Pro-NATO-Stimmung geführt, die in den kommenden Jahren nachhaltige Auswirkungen auf die zukünftigen Beziehungen des Landes zu seinen Nachbarn haben wird. Vor allem in der Energiepolitik bleiben dabei Fragen offen. Zusätzlich zu dieser geopolitischen Verschiebung kam bei den letzten Wahlen in Finnland eine nationalistische Partei in die Regierung, die sich auf innenpolitische Themen wie die Wirtschaft konzentriert. Finnlands Wirtschaft hat Schwierigkeiten, sich von der Covid-19-Pandemie zu erholen. Das BIP-Wachstum wird auf 2,7% im Jahr 2022 und 2,2% im Jahr 2023 geschätzt. Und die finnische Zentralbank hat in diesem Jahr vor der Gefahr einer Rezession gewarnt. Die neue Regierung will diese Probleme angehen und gleichzeitig die Komplexität der NATO-Mitgliedschaft meistern. Die NATO-Mitgliedschaft kann zwar Sicherheit bieten, aber das Risiko eines potenziellen Konflikts mit Russland ist nach wie vor groß. Finnland muss seine Beziehungen und seine innenpolitischen Prioritäten sorgfältig abwägen. Wenn es in diese neue Ära mit einer sich verändernden politischen Landschaft und einer selbstbewussteren Haltung auf der globalen Bühne mitspielt. Finnland wird sich in den kommenden Jahren einer Vielzahl von Herausforderungen und Chancen stellen müssen. Die finnische Wirtschaft wird sich weiterhin auf Innovation und Nachhaltigkeit und Diversifizierung konzentrieren müssen, um ihren Wettbewerbsvorteil zu erhalten. Der Einstieg in neue Branchen wie saubere Energie, Biotechnologie und künstliche Intelligenz wird für den langfristigen Erfolg des Landes entscheidend sein. Außerdem muss die neue finnische Regierung die wachsende Einkommensungleichheit im Land und die Herausforderungen der alternden Bevölkerung angehen und sicherstellen, dass die Vorteile des Wirtschaftswachstums gerecht verteilt werden und die sozialen Sicherheitsnetze erhalten bleiben, um die hohe Lebensqualität Finnlands zu bewahren. Jetzt ist es an der Zeit, Finnland in die Wirtschaftswissen-Rangliste aufzunehmen. Beginnen wir, wie immer, mit der Größe. Finnland hat ein Bruttoinlandsprodukt von 297,3 Milliarden US-Dollar und ist damit die 46. größte Volkswirtschaft der Welt. Ähnlich groß wie Kolumbien und Neuseeland. Finnland bekommt eine 6 von 10. Dieses recht bescheidene BIP verteilt sich auf eine sehr kleine Bevölkerung, so dass das Pro-Kopf-BIP 52.654 US-Dollar beträgt. Eine beeindruckende Zahl, die auf Platz 13 der Welt liegt, knapp vor Ländern wie Kanada und Israel. Finnland bekommt 8 von 10 Punkten. Finnland ist bekannt für seine Stabilität und sein starkes soziales Sicherheitsnetz. Der Geschäftsklima-Index des Landes lag im Jahr 2021 bei 108,4 Punkten, was auf ein hohes Vertrauen in die wirtschaftlichen Aussichten und die Stabilität des Landes hinweist. Dieser Wert ist im März 2023 auf einen Wert von 98 Punkten gesunken, da sich die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Vertrauen der Verbraucher und Unternehmen ausgewirkt haben. Trotz der anhaltenden Auswirkungen, die der Konflikt auf Finnland haben wird, erhält Finnland angesichts der stabilen politischen Landschaft, der ausgezeichneten Sozialleistungen und des gesunden Geschäftsumfeldes des Landes eine 8 von 10 für Stabilität und Vertrauen. Finnlands Wirtschaftswachstum war in den letzten Jahren stetig, wenn auch nicht spektakulär. Nach Angaben der Weltbank lag die jährliche Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes zwischen 2011 und 2022 bei durchschnittlich 1,47%. Auch wenn diese Wachstumsrate nicht so hoch ist wie die einiger anderer Länder, hat Finnland es geschafft, eine solide und stabile Wirtschaft aufzubauen. Angesichts dieser Beständigkeit geben wir Finnland eine 5 von 10. Und schließlich die Industrie. Finnland hat eine vielfältige und innovative Wirtschaft, die sich in verschiedenen Sektoren wie der Forstwirtschaft, der Schwerindustrie und der Technologie auszeichnet. Auch wenn Finnland kein riesiges industrielles Zentrum ist, hat es sich erfolgreich eine Nische auf dem Weltmarkt geschaffen. Es ist nicht weltweit führend in einem bestimmten Bereich, aber angesichts seiner ausgewogenen Wirtschaft und seiner Fähigkeit, sich an verändernde Marktbedingungen anzupassen, verdient Finnland eine 7 von 10. Insgesamt kommt Finnland damit auf eine Durchschnittsnote von 6,8 von 10 und liegt damit weit oben auf der Rangliste. Danke fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut!